Hallo ihr Lieben, im letzten Video habe ich euch erzählt, dass wir in der Nähe von Dachau waren und dort zufällig ein Berghaus entdeckt haben, sind dann da rein und haben uns da ein bisschen umgesehen und weil ich unbedingt einen Campinggaskocher haben wollte und mich da im Vorfeld schon ausgiebig informiert hatte, bin ich immer wieder auf diesen hier gestoßen. Das ist, glaube ich, ja, der König, der Kaiser unter den Campinggaskochern. Ist auch einer der teuersten. Aber was der nämlich hat, der hat ein Stoppgassystem. Das heißt, wenn die Flamme ausgeht, unterbricht automatisch die Gaszufuhr. Und das fand ich doch für mich recht praktisch, weil ich könnte mir vorstellen, dass ich doch ein bisschen, ja, unaufmerksam bin in solchen Dingen. Ein bisschen schlampig, um es deutlich zu sagen. Und deswegen dachte ich, das wäre genau das richtige Gerät für mich. Bei Berger kostet das Gerät 60 Euro. Das findet man im Internet garantiert auch günstiger. Wir haben es trotzdem bei Berger gekauft, weil die Dame dort vor Ort uns sehr gut in anderen Dingen auch noch beraten hat. Wir konnten uns dann auch noch andere Sachen im Laden anschauen, ausprobieren, auspacken, in die Hand nehmen. Und da finde ich es nur fair, wenn man dann das Geld auch im Laden lässt. Und sie hat uns auch in puncto der Gasflasche sehr gut beraten, die man da mit dazu kaufen kann, also der Kartusche. Ich habe jetzt hier einmal die Original mitgenommen, aber sie hat uns auch noch Tipps gegeben zu anderen Kartuschen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wir lassen das Geld hier und dann müssen wir es ja nicht nach Amazonien oder nach China tragen. Und deswegen haben wir es das direkt bei Berger gekauft. Ja, dann packen wir das gute Stück einfach mal aus. Jetzt sind wir mit dem Kocher mal rausgegangen, weil in der Wohnung wollen wir den natürlich nicht ausprobieren. Draußen ist es recht windig. Ich hoffe, dass das nicht allzu sehr stört im Mikrofon. Hier haben wir jetzt zum Schutz für den Kocher noch den Koffer aufgebaut. Den Tipp habe ich von verschiedenen YouTubern bekommen, die mit dem Kocher schon Erfahrung gemacht haben, damit eben ein bisschen Windschutz entsteht. Ja, und jetzt schauen wir mal, dass wir das Ding hier eingesetzt kriegen. Arretiert, Deckel zu. Und es brennt. Sieht man eine Flamme? Man sieht keine Flamme, aber ich kann euch versichern, da oben kommt Hitze raus. Einwandfrei. Das gleich auf Anhieb. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, da müssen wir schon ein paar Mal zünden oder noch irgendwas verstellen, einstellen. Jetzt flackert es ein bisschen, weil Wind kommt. Aber er bleibt an. Schön, wie macht man wieder aus? Zudrehen und Arretierung hoch. Zack. Jetzt ist der nämlich wieder entkoppelt. Und jetzt kann man die Flasche wieder rausnehmen. Kinderleicht. Also ich glaube, damit komme ich alleine auch zurecht. Sehr geil. Ja, und hier in der Mitte, ich habe so eine kleine Espressomaschine.
ja, wie nennt sich das? Ist Maschine, kann man ja nicht sagen. So ein Espresso-Kocher aus Italien. Und der würde hier jetzt nicht unbedingt drauf passen. Deswegen werde ich mir hier noch so ein Kreuz besorgen. Das kann man dann hier so drauflegen. Und dann macht das ein bisschen den Mittelraum kleiner. Und dann kann ich nämlich die Espresso-Maschine da draufstellen und mir auch mal einen Espresso machen. Wenn das gewünscht ist. Und meine Töpfe, die ich euch letzte Woche gezeigt habe, die haben da locker Platz. Also das sollte kein Problem sein. Sehr schön. Gefällt mir, macht einen sehr guten Eindruck. Und ich freue mich schon drauf, den im Einsatz zu haben.